Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creativeverse mit dem Tino Hi Leute und dem Mr. alias Zacko. MacManias. Yes. Und wir haben uns entschieden, uns hier anzusiedeln. Ja, Irgendwie. irgendwie. Weil hier ist ein schöner See. Und an diesem Richtig. schönen Und See wollen wir wohnen. Jedenfalls erstmal, unser ja. erstes Domizil muss erstmal jetzt hier entstehen. Und wir haben Richtig. eben hier auch gleich die Höhlen, ne? Wolltest du bestimmt sagen. Ja, richtig. Wir haben auch die Höhlen hier, wo wir dann halt auch reingucken können und mal gucken, was da dann tiefer, was es hier alles gibt, weil wir haben wirklich gar keinen Plan von Ist dem das die Spiel. Milchstraße da oben? Ja, sieht auf jeden Oder Fall. irgendwie so ein. Sonst, Wenn es ich eine wird schon wieder hell, Galaxie. ne? Ja, habe ich auch das Gefühl. Cool. Und wir haben auf jeden Fall hier drüben gleich so eine Workbench. Das ist ganz cool. Wow. Und der Kamerad hier, der will, glaube ich, auch zu uns. Gerade. Ne, der. Oder will er zu dir? Zu mir? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er will zu dir. Ich halte ihn mal Was? davon ab. Oh, Tatsache. Das ist übrigens so ein gelbes Schwein gewesen. Ah, okay. Was bei Mal. Nacht halt sich so dachte, hey. So, warte mal, die olle Workbench hier, die nehmen wir erstmal mit. Kann man, glaube ich, nicht. Naja, nee, aber erstmal hier was craften. Ah, du kannst sie auch abbauen, wenn du eine bessere Crafting Cell hast. Ah, okay. Was? Das erste, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein. Oh Gott, haben wir nicht. Verdammt. Wir Nein, brauchen rote Pilze, Twine. Stone Slab. Aber okay. Was brauchen wir so? Was haben wir denn hier? Also ich habe für die nächste Power Cell Okay, man kann brauche ich nur. Asphalt herstellen. Für was denn das? Stacked Stonewall. Ach, jetzt können wir auch, guck mal, jetzt haben wir hier diese Thatched Wall und Flare. sowas. Ah, das ist Redden eine Fackel. Leaves. Redden Leaves, okay. Lightning. Aber wahrscheinlich brauchen wir so einen Extractor, um da Pflanzen rein oder Leaves rein zu tun, diese Grasblöcke und dann Shredded Leaves zu kriegen und sowas wäre das. Aber wie machen wir Besser. Slabs? Wahrscheinlich mit dem Extractor. Ja, wahrscheinlich auch mal irgendwie mit dem Extractor Ne, oder wir brauchen ja um Prozessor. den Extractor. Mit dem Prozessor vielleicht. Ach, Ja, eben. Wahrscheinlich irgendwie mit eins dieser Items. Also würde ich sagen, sammeln wir erstmal. Wir brauchen wieder Vines und wir brauchen Wir Stone. brauchen Crackwood Allgemein. und eine Ja. Rhine. Es reicht ja theoretisch, wenn wir nur einen haben, ne? Brackwood? Brauchen wir wofür? Für den Prozessor. Ach ne. Nee, Ashwood brauchen wir. Ach ja, Ashenwood stimmt. und Steine brauchen wir und Wines halt nochmal. Ashwood. Und ich habe jetzt da Eine die Rhine Improved brauche ich Power noch. Cell. Ja. Okay, Ashwood, ja. Aber das ist doch hier Ashwood, oder? Ich hab doch Ashwood. Warum zeigt Ja, er mir habe ich das dann nicht auch. an? Ich habe auch Ashwood. Ach doch, 7 von 8 zeigt er ja an, ne? Ja. Stimmt. Gibt's ja eigentlich auch Meeres, also hier im Wasser Lebewesen? Weißt du nicht, ne? Weiß ich gar nicht, absolut gar nicht. Ich hab mach baue hier mal so ein bisschen, dass wir hier so mal so einen Weg zur Crafting Bench haben. Ah, das ist gut. Ich sammle hier nur schon mal so ein bisschen Ashwood. Allgemein brauchen wir scheinbar auch sehr viel Holz irgendwie. Okay, was habe ich jetzt gekriegt? Ich hab das doch. So, vielleicht einen Plan. Da gibt ja Blueprints oder sowas. Das ist Stein, was ist das? Ach hier, Moos. Ah, okay. Moos haben Moos, wir ja, auch für stimmt. Moos irgendwas brauchen wir auch. gebraucht. Ja, genau. Wahrscheinlich im Extractor musst du dann wieder das Moos rausziehen. Dann. Ach, Asphalt habe ich auch gerade. Ich habe gerade Asphalt gekriegt aus den Fossilblöcken irgendwie. Ah, okay. So, warte mal. Stacked Stonewall. Ach, wenn du für bestimmte Materialien anbaust, kriegst du auch neue Recipes sozusagen. Recipes. Dass ihr Ja. sagen kann, hey, das kannst du jetzt mit dem Material bauen. Okay. So, das nehmen wir mal noch mit hier. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier noch irgendwo so ein bärtiger Bert ist, dass wir den hier noch verkloppen können. Weil eine Wine brauchen wir noch. Das nützt nichts. Und bis jetzt haben wir irgendwie nur herausgefunden, dass wir die aus diesen Beutelchen, die droppen, wenn man aus dem Loot quasi, Ah, okay. wenn wir die von Sack hauen. Also. Also ich kann jetzt rein theoretisch einen Asphalt bauen, könnte ich Aha. jetzt. Kann dieses Steinwalls bauen, aber da braucht man noch eine Stone Rod. Also man braucht wohl extrem viele Items auch. Aber es ist ganz interessant. Sieht auf jeden Fall super aus. Ah, da oben sind noch so einer. Die hauen wir jetzt erstmal hier von. Ich sehe es ja auch gerade erstmal ein paar Viecher wieder kloppen. Oh, die kommen aber auf einen zu. Bleib weg, Junge, bleib Ah, weg, bleib weg. Danke. oh, gleich mal drei. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Drei Wines. Nee, drei Viecher, die mich hier gerade verkloppen wollen. So. Oh ja. Oh, Alter, sind die hartnäckig. Ich habe eine Wine schon mal. Yellow Flower, okay. Hier für Sachen kriegen. Die
gar nicht kaputt? Ach doch, jetzt. Oh, Alter. Also ich finde die relativ, ich krieg die relativ easy kaputt. Die, also wenn du so eine Krabbe hast, die Krabben sind heftig. Ja, da habe ich gerade zwei Stück hier am Hals. Ja, die Krabben sind übel, weil die können auch irgendwie blocken, sodass du keinen... Oh Gott! Ach, jetzt fangen die hier an mit brennen. Ja, weil die Tag ist, weil Tag ist. Also gut, da sterben sie schneller. Ja, das ist richtig. Aber du kriegst keinen Loot. Nee, ja. Stimmt. Ist auch wieder blöd. Weil sie am Feuerschaden halt sterben. Aber es ist wahrscheinlich noch eine Alpha und wird dann später gefixt. Gehe ich stark von aus. Ja. Aber jetzt greifen die wenigstens nicht mehr an, das ist schon mal ganz entspannt. Ah doch, der hat noch was gedroppt, aber auch keine Wine. Ach, ist aber ärgerlich. So. Hier ist eine Workbench auf jeden Fall. Oh, da brennt auch der Kollege hier. Hol ich mir. Den hol ich mir. Bei Kisten. Warte mal, können wir schon irgendwas herstellen wieder? Wie sieht's eigentlich hier aus? Ach, warte, what the fuck? Uiui, man muss echt aufpassen, dass man hier nicht durch die löchrige Welt zum Teil fällt. Die verkloppen einen ja hier sogar, wenn man mal seelenruhig am Craften ist. Warum sollten sie dann auch plötzlich aufhören, ne? Weil es unfair ist. Oder Schwert verliert Haltbarkeit. Ja, das ist, das geht auf jeden Fall kaputt. Ah, jetzt habe ich hier zwei so eine gelben Viecher. Oh, ich habe hier irgendwie gerade zwei Kisten, die nebeneinander sind, aber die werden bewacht von so einer scheiß Krabbe. Oh, hier komme ich noch nicht durch. Bin ich irgendwie hin? Oh Gott. Also irgendwie bin ich ja greedy auf die Kisten, muss ich ja sagen. Boah, kommt der auf einmal von oben runtergefallen. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich finde irgendwie, entweder bin ich zu doof oder zu blind, aber auf Kisten finde ich also zum Beispiel schon mal gar nicht. So eine. Boah, Kiste. Cool, den habe ich getötet. Ah, oh, nice. Habe ich was gedroppt? Na. Ich hab einen Magneten gedroppt aus dem Viech. Okay. Wow. Also Magnite irgendwie. Kann man vielleicht später was mit an. Ich habe echt so wenig Leben, ne? Nicht sterben. Es Mushrooms. Ich habe was gefunden, ziemlich geile Sache. Also in Höhlen sind wohl ziemlich viele Kisten. Oh Gott, ich habe hier gerade extrem. Ich weiß nicht, ob wir schon so die ausgerüstet sind für Höhlen. Nee, ich war ja nur oberflächlich in so einer Höhle drin. Dann tiefer habe ich noch weitere Kisten gesehen, aber das war jetzt mir zu riskant. Da ist noch eine Kiste. Ich habe da jetzt wohl gerade irgendwie Blueprints für verschiedene TNT-Stufen bekommen. Irgendwie TNT Tier 2, TNT Tier 3. Okay. Ich habe einen Prozessor gefunden. Ich habe einen Extractor gefunden in der Kiste. Einen fertigen? Ja. Oh, cool. Ich glaube, Kisten spawnen auch immer neu, weil da vorne, wo kurz vor unserer Workbench, ist jetzt einfach auch eine Kiste. Es sei denn, die haben wir beide dummerweise irgendwie übersehen. Nee, dann ist die neu. Ich hab direkt mal einsammeln. Ist extrem viel Stuff halt durch die Kisten. Ich habe auch irgendwie zwei. Ich habe irgendwie alte Data-Chips. Komisch. Extrem viel krasses Zeug gerade irgendwie dabei. So, direkt mal ich gucken. Ich finde auch keine Wine mehr. Ach so, ich habe jetzt 25. Einen Extractor. Weißt du was? Was denn? Wines kriegst du, glaube ich, von... Warte mal, wieso habe ich jetzt 25 Wines? Scheiße, wo habe ich die denn jetzt hergekriegt? Habe ich jetzt von diesen Moosbäumen gekriegt, vielleicht? Weißt du? Warte mal kurz, ich habe auf jeden Fall... Ich habe eine Lederrüstung gefunden auch. Ich weiß aber nicht, wie ich diesen Extractor aufstellen kann, weil irgendwie will der nicht. Muss man den irgendwie... Keine Ahnung. Wenn man den aufstellen kann... Ah, oh, ich kann ein Bett! Ich habe ein Bettrezept. So, warte mal, dann komme ich jetzt erstmal wieder zurück hier. Teleport. Also, mir fehlt irgendwie ein Extractor. Den kann ich irgendwie... Ich habe einen im Inventar, aber ich weiß nicht, wie ich den hinbauen kann. Okay. Need to extract coal. Ach, hier, guck mal, um Kohle. Need to extract coal, obsidian, iron, diamond. Also wahrscheinlich eine für... Also wie ein Ofen. Für die Rohstoffe, genau. Warte mal kurz. Extractor, was bringt der bitte? Okay, so, warte mal, ich klopp erstmal alle weg hier, alle kaputt machen. Also irgendwie kann ich den Extractor auch nicht aufbauen, scheinbar muss man ihn irgendwie im Inventar behalten. Keine Ahnung, komisch irgendwie. Ja, meinst du, den kann man nicht aufbauen? Oh, das war doof. Nee, auf jeden Fall, ich habe eine Bombe gefunden, TNT gefunden. Alter! Okay, ja, du bist da unten. Verschiedene Data-Chips. So. Mich mal ran hier ans Gerät hier. So, na gut, schauen wir mal. Einen Prozessor. Was, einen Prozessor? Achso, einen Prozessor. Ich craft jetzt mal uns einen Prozessor, oder? Mhm, gerne. Bin ich immer gespannt. Ich mache mir so ein bisschen Gedöns weg.
Minecraft. So. So, den habe ich jetzt. Oh Gott. Okay. Was los? Okay. Thatched Wall, Wood Stairs, Wood Wall, Thatched Roof. Also man kann ja auch Dächer bauen und so ein Quark. Oh, Tür. Mhm. Ein Fence, also ein Zaun. Ein Table. Oh, kannst du den Prozessor mal aufstellen irgendwie? Chest, nice. Also wir können auch Kisten. Schon mal sehr gut. Okay, warte, Prozessor, komm, den stellen wir, versuche ich mal hier oben jetzt aufzustellen, weil ich nicht weiß, ob ich den dann wieder abbauen kann. Naja, besser, sicher, sicher. Wahrscheinlich kannst du den später mit einer besseren Mining Cell abbauen. Wo ist er denn? Da ist er. Ich kann schon mal hier ins Inventar legen. Und theoretisch, glaube ich, ich kann den jetzt hier platzieren, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Hoffe ich doch mal. Soll ich den jetzt irgendwo hin? Ja, hau ihn einfach hier irgendwo drauf. Ist egal, sagst du? Ja, eben. Hui. Hui. Können wir da jetzt, oh, da können wir jetzt Sachen rausziehen. Ach, da kannst du Bones, kannst du, ja, Shredded Leaves, ja, genau wie ich es mir gedacht habe. Dann kannst du aus verschiedenen, ach, Wood Slabs, guck mal, du kannst Steine reinpacken, kriegst du Stone Slab. Kannst dir sogar aussuchen, was du das aufteilst. Ah, Stone Rods, okay. Ja, wir was haben ja einen Extract. Ja, ach, komm, da kriegst du Bones, das ist ja cool, wenn du die Fossilien reintust. Was kriegt man da? Eben. Bone Slabs und sowas kriegst du. Shredded Leaves, okay. Was kriegt man bei Wood? Ah, warte mal hier, Wood, da brauche ich auf jeden Fall mal welche. What the fuck? What the fuck? Was macht der? Was macht der gerade? Das hab ich alles reingehauen. Ernsthaft jetzt? Ja. Was dieses, Oh, jetzt kann ich... Shredded Leaves? Ja, genau. Okay. Jetzt kann ich Teppiche bauen. Toll. Ah, guck mal, wenn du Weins da reinpackst, kannst du daraus diese Seile machen, und kannst dir Rüstung daraus basteln. Ja, das wollte ich ja machen. Das mache ich ja gerade. Acht Seile. Ja, Wooded Rod kannst du ja übrigens rausnehmen. Ist fertig. Ich mache mal da ein paar weg, ne? Ach so, wenn man Weins. Okay. Ah, okay. Kannst du diese Seile und mit den Seilen kannst du halt. Das ist cool. Das Coole ist einfach, dass es dir die nächsten Rezepte freischaltet, wenn du da. Aber das Coole ist auch, wir können es, glaube ich, auch beide nehmen. Ja, klar, wir können es beide. Was in dem Ding gemacht wird. Okay, dann machen wir hier mal noch so Slabs. Wood Slabs, genau. Hier Stone Slabs, haben wir auch mal zwei hinterher. Ja, die Stone Rods auf jeden Fall. Oh. Hatten wir die gleiche Idee. Okay. Ich kann auf jeden Fall Teppich bauen, das ist ganz lustig. So Leaves hast du, ja? Mhm. So, warte mal, ich nehme mal die raus. Du kannst ja die anderen rausnehmen. So, warte mal, da brauche ich jetzt, bräuchte mal. Ach, ich guck mal jetzt hier, ob ich wegen dieser Workbench. Weiß nicht genau, was mit dem Prozess, ob man den im Inventar halten muss, den Extractor. Needed to extract coal, obsidian, iron, diamond and luminite nodes in the world. Also du brauchst wahrscheinlich, um die Sachen abzubauen. Okay. Better version exists with better output. Made in the craft. Du kannst wahrscheinlich stärkere... Oh, also mein Schwert ist kaputt. Du musst den Extractor immer dabei haben, um dann jetzt zum Beispiel den auf den Kohleblock wahrscheinlich zu setzen, dass du Kohle rauskriegst. Ah, okay. Ich würde jetzt erstmal so ein Crafting-Table bauen. Mhm. Baue ich jetzt einfach mal. So, genau. Fertig. Dann stellen wir die mit hier oben hin. Was könnte ich jetzt noch bauen? Ah, okay. Okay. Extraktor. Ah, die Slabs, warte mal, sind die Slabs noch drin? Die habe ich außerdem rausgenommen, ich kann neue reinmachen. Nö, macht ja nichts. Das ist ja nicht das Problem. Schade, dass man das in... doch, ich weiß, wie wir es im Inventar tauschen können. Ja? Über Kisten. Stimmt. Ich so, kann noch keine Kiste bauen. Ich stelle den mal hier daneben. So, zack. Cool. Nice. Ich kann noch keine Kiste bauen. Ah, den können wir abbauen, guck mal. Ach stimmt, warte kurz, ich brauche noch einen... Ich brauche einen roten Pilz und ich brauche noch eine rote... Forge, oh nice. Könntest du jetzt auch schon mehr bauen. Ich brauche noch eine rote Pflanze und... ich habe eine rote Pflanze. Ja, ich brauche noch eine. Und einen roten Pilz, dann kann ich mir nicht die nächste Mining Cell holen. Ah, okay. Ja, die will ich auch. Okay, das ist echt cool. Vor allen Dingen, dass man gar nicht hier stehen muss, sondern dass man es einfach so reinschmeißen kann. Ja, in diesen wie im Ofen Extraktor. Bei Minecraft halt irgendwie. Ja, das ist echt cool gemacht. So, warte mal, um einen Extraktor. Warte mal, das ist ja jetzt, nee, Moment, das ist ja ein Prozessor. Ich baue jetzt uns einen Extraktor noch. Einen Extraktor, genau, den musst du, glaube ich, selber im Inventar behalten, damit du den irgendwie nutzen kannst. Oh, nice, ich kann mir ein Steinschwert machen. Ich habe gerade noch einen Extraktor gefunden, Gunpowder. Okay, ein Woodsword habe ich auch noch gefunden, nice. Also Kisten finde ich relativ häufig, muss ich sagen. Aber mein Inventar ist fast voll. Ist vielleicht nicht so gut. Was brauchst du denn alles für eine Kiste? Warte mal. Ich
mach mir gerade eine Rüstung. Ah, ist cool, wenn du die Rüstung quasi machst. Unten links, da zeigt es dir an, wo du geschützt bist. Naja, nicht nur das, sondern auch, du schaltest dann die nächsten Teile frei. Das ist echt cool gemacht. So, warte mal, für die Chest brauchen wir Wood Slabs und dann Bienenwachs. Okay. Bienenwachs, Wines und Wood Slabs. Okay. Oh nein, jetzt habe ich es abgebrochen. Verdammt. So. Ich muss noch ein bisschen Holz sammeln gehen. Also ich habe Wachs. So ist es nicht. Ich habe extrem viel Wachs, aber ich kann die Kiste halt nicht bauen. Wo hast du nochmal Wachs her? Gefunden. In Kisten. Also Melted Wax habe ich. Okay. Wenn wir den brauchen. Habe ich das jetzt schon an? Ah, die Rüstung habe ich schon an. Oh, ich habe noch einen zweiten Lederhelm. Scheiße, wieso habe ich zwei Lederhelme gemacht? Das ist ja bescheuert. So, pass auf, ich baue uns jetzt einen Extractor. Das ist echt cool. Also ich habe zwei irgendwie. Was? Ich habe zwei Extractor. Ich habe nie einen gefunden. Also aber zwei, du hast keinen, den wir jetzt mitnehmen können. Ja doch, ich habe ja ein Inventar. Also es geht ja nicht so, dass wir irgendwie... den kann ich ja nicht aufstellen. Den muss ich wahrscheinlich echt auf den Kohle locken. Ach so, stimmt. Ich kann den auch nicht aufstellen, ne. Okay. Also wir auf jeden Fall brauchen für die nächste Mining Cell brauchen wir rote Blumen. Aber eine Forge könnten wir jetzt quasi als nächstes bauen. Das wäre interessant. Rote Blumen, also Slabstones, okay. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich den Prozessor wahrscheinlich gebaut für die Kisten, ne? Kann auch keine Kisten bauen. Moment. Boss Bomb. Das kann ich dir nicht mal sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich baue uns erstmal hier noch Fackeln auf jeden Fall. Ist ja die Frage, wie lange die halten, ne? Und wir müssen echt mal überlegen, wegen was Ordentlichem zu essen. Oh, ich habe schon mal ein Steinschwert, das ist cool. Ja, du kannst dir Heilpotions machen. Ja, auch wegen was zu essen, ne? Ja, aber für die Heilpotions gehen zum Beispiel, glaube ich, auch diese... Roten Blumen drauf. Ja, ich habe mir auch Heilpotions gemacht, deswegen habe ich auch keinen... Fehlt mir eine rote Blume. Das ist also ein bisschen nervig. Ja, wir brauchen unbedingt eine Kiste, weil ich einfach volles Inventar habe. Muss ich gucken, ob ich irgendwas zerstören kann. Du musst halt gucken, wo du das Bienenwachs her hattest. Kisten. Ja, super. Da habe ich leider noch. Wenn du eine findest, sag mal Bescheid. Das hier ist eine Kiste. Super. Ja, aber die werden wir erst in der nächsten Folge öffnen. Hier sind zwei Kisten. Denn der Malte möchte euch jetzt was sagen. Ja. War, dass es wieder vorbei ist mit uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Schaut bei Tino vorbei. Links dafür in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Auch bei Malta. Bis dahin. Tschüss. Ciao.